Nun sagen wir einfach, Tarek wird nicht gerade in einer leicht zu erstürmenden Zelle gehalten. Ihn zu befreien, ihn wahrhaft zu befreien, wird eine Menge Arbeit erfordern. Na dann, erzähl mal. Verbinden der Punkte. Teleporter suchen, okay. Alle Reisesteine zu finden, wird das Reisen durch Königszirkel wesentlich erleichtern. Hier, ich werde sie auf eurer Karte markieren. Sehr nett. Das passende Erscheinungsbild. Wenn ihr euch bei den Erwachten einschleichen möchtet, müsst ihr passend aussehen. Das Letzte, was ihr euch bei dieser heiklen Operation leisten könnt, ist aufzufallen. Aber glücklicherweise habe ich noch ein paar Tricks im Ärmel. Ich werde einen Zauberspruch auf euch legen, der euch das Aussehen eines Erwachten verleiht. Doch wir müssen sicher gehen, dass ihr euch auch wie einer verhalten könnt. Geht und sprecht mit den Erwachten dort drüben und überzeugt sie, dass ihr Salvarola treu ergeben seid. Sucht Evander Tolles im Hof auf. Er kann euch von innen unterstützen. Mensch, bin ich hübsch. So. Den ersten Teleporter gefunden. Das war sehr schwer. Und dann gehen wir mal hier rüber und überzeugen die Erwachten, dass wir einer von ihnen sind. Auf geht's. Hallo Leute. Seid willkommen. Ihr kommt mir bekannt vor. Ah, ich erinnere mich. Ihr wart auch auf der Feier, als wir die Strotzer-Familie an den besten Fürsten Tetormon verfüttert haben, richtig? Ja, das muss es sein. Ich vergesse nämlich niemals ein Gesicht. Das ist schön. Das ist ja toll, Mensch. Und die Bestien können mich auch nicht als was anderes erkennen, okay? Gut gemacht. In der Schauspielerei seid ihr ein Naturtalent. Bleibt bloß ruhig und verhaltet euch ganz natürlich. Wir sind nur zwei Erwachte, die sich ganz normal unterhalten. Jetzt werden wir euch mal auf den Weg nach oben bringen. Wenn ihr Tarek retten wollt, müsst ihr eure Rolle perfekt spielen. Moment der Wahrheit. Der erste Schritt zur Rettung von Tarek ist, den Status eines Eingeweihten zu erlangen, und dazu solltet ihr mit Meister Orenzo reden. Er ist nur schwer zufriedenzustellen. Zeigt euch respektvoll und eifrig in eurem Engagement für die Sache der Erwachten. Zeigt ihm, dass in eurem Herzen das Verlangen brennt, ihnen zu dienen. Wenn er meint, dass ihr die nötige Motivation habt, nimmt er sich euch womöglich an. Wenn ihr ihn gnädig stimmt, findet ihr Tarek. Na dann. Ah, der kann mir zur Not auch den Zauber nochmal machen. Sehr schön. Mhm. Hier oben ist eine Quest. Kurz mal gekleckert. Was ist das? Es scheint so, als seien die von den Erwachten in diesem Labor verwendeten Fiolen extrem zerbrechlich. Wäre es nicht schade, wenn ein paar von ihnen versehentlich umkippen würden? Ihr fühlt euch heute nämlich besonders tollpatschig. Ja, das sieht auch sehr tollpatschig aus. Mit Gewalt dagegenhauen. Ja, ich bemühe mich. Ich bin einfach so zerbrechliche Arbeit nicht gewöhnt. Nicht schon wieder ein Misserfolg. Ja, es tut mir leid. Es ist, weiß ich nicht. Ich versuche das ja ganz ordentlich. Ihr habt meine Arbeit um Stunden zurückgeworfen. Ich gebe mir Mühe, mich zu bessern, okay? Ganz, ganz bald.
Gut. Ihr habt ihnen ganz schön Sand ins Getriebe gestreut. Das sollte einen herben Rückschlag für ihre Experimente und die Serumherstellung bedeuten. Ach, der Typ ist wo ganz anders. Wo werde ich denn... Ah, ich werde hier zum Teleporter geschickt. Weißt du, hier, Teleporter. Du mich auch. Weg. Okay, die riechen mich doch. Die riechen mich doch. Das heißt, von denen halten wir uns mal fern. Wir suchen jetzt den da. Das sah wieder so aus, als leuchtet das, aber nein. Ah, da in dem Haus. Okay. Quelle der Wahrheit. Ich habe schon so manchen hier durchkommen sehen, der nach Erweckung suchte. Doch ihr verfügt über einen Ehrgeiz, wie man ihn selten bei anderen sieht, die in unsere Ränge treten wollen. Nun gut, dann wollen wir mal sehen, wie weit ihr kommt, wenn ihr ein wenig richtige Arbeit geleistet habt. Okay. Salvarola der Große, da ihr jetzt in unsere Ränge eingeführt seid, müsst ihr voll und ganz verstehen, weshalb wir tun, was wir tun, und wer uns dazu inspiriert, die Wunder zu erschaffen, die Tag für Tag diese Akademie verlassen. Im Zentrum dieses Raumes befindet sich ein Holovideo. Seht es an und lauscht den Worten unseres genialen Anführers Salvarola. Wenn ihr zurückkommt, möchte ich in euren Augen die Leidenschaft sehen, seine Träume in die Realität umzusetzen. Ja. Seid gegrüßt, Brüder und Schwestern. Ich, Salvarola, bin hier, um euch zu befreien. Sehr schön. Danke. Die Fürsten der ewigen Stadt kontrollierten euch durch Furcht. Sie überzeugten uns, dass jenseits unserer Grenzen nur Chaos, Tod und Barbarei existieren. Okay. Ich bin jenseits der Mauern unseres Königreichs gewesen. Ich habe eine Welt gesehen, größer als diese. Schön für dich. Nach vielen Jahren führte meine Reise mich zu einer wundersamen Macht. Aha, was für eine? Ich gewann Einblick in die Macht und hatte eine Vision. Sehr schön. Nun kehre ich zurück, um die Vision mit euch zu teilen. Unterwerft euch dieser Macht und ihr könnt die Ebenen beherrschen. Schön. Es gibt keine Verderbnis, nur die reine Existenz der Macht. Es ist Unsterblichkeit. Gemeinsam gestalten wir die Welt nach unserem Abbild. Wir werden wie Götter sein. Na klar. Was sollen wir sonst sein? Dann gibt's wieder Artefakte. Gut. Salvarolas Vision leitet uns alle. Was er gesehen hat, was er erfahren hat, ist für unsere Gesellschaft vollkommen neu. Nur ein Narr würde einer von ihm gestalteten Welt den Rücken zuwenden. Ihr seid doch nicht etwa närrisch, oder? Ihr seid endlich erwacht. Die Besiegten. Wer in unseren Rängen aufsteigen will, muss als Eingeweihter über bestimmte Qualitäten verfügen. Wir sind Männer mit Visionen und Wissen. Wir haben den Willen, in einer feindlichen Welt zu überleben und sie zu beherrschen. Ihr werdet sicher die einfache Aufgabe erfüllen können, ein paar Werkzeuge aus dem Flüchtlingslager in der Nähe zu besorgen. Und wenn es dort noch Überlebende gibt, dann schaltet sie einfach aus. Ich hoffe, dass...
Macht euch nichts aus. Natürlich. Und du? Verteufelter Garten, wunderbar, ein Frischling, der sich die Hände schmutzig machen muss. Alle Mitglieder der Erwachten müssen lernen, woher die Materialien stammen, und sie sammeln wahrhaft potenter Reagenzien, bringt einige Gefahren. Je größer die Gefahr, desto wertvoller die Ressource. Ihr werdet dies jetzt am eigenen Leib erfahren. Super. Geht jetzt und bringt mir ein paar Starkwurzeln. Findet heraus, warum sie diesen Namen tragen. Nach eurer Rückkehr werden wir ja sehen, wie es um euren Ehrgeiz bestellt ist. Ständig müsst ihr mich testen, Leute. Ich, die treue Anhängerin. Ständig zweifelt ihr an mir. Dabei gebe ich mir solche Mühe. Schauen wir mal, wo wir hin sollen. Da ist Starkwurzel. Und wo ist das tolle Flüchtlingslager? Hä? Nee, nicht. Na gut. Dann hauen wir den einen Eber noch um. Und suchen diese Starkwurzeln. Ich glaube, ich weiß, was Starkwurzeln sind. Das sind diese laufenden Viecher. Diese laufenden Blumen. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Reiner Instinkt. Kräuterklauben. Was ist das denn? Sieht so aus, als hätte ein Erwachter seinen Kräutersammelbeutel mit einer Zutatenliste darin liegen lassen. Wenn Sie diese Kräuter brauchen, solltet ihr sie besser vor ihnen schnappen. Ohne ausreichende Zutaten können Sie keine Tränke brauen. Okay. Ist das hier das Flüchtlingslager? Tatsache. Ihr seid nicht hier, um uns abzuschlachten? Bitte, bitte sagt Salvarolas Leuten nicht, dass wir hier sind. Sie würden uns den Mutanten zum Fraß vorwerfen. Okay. Wenn Salvarolas Männer euch geschickt haben, um unsere Kragenvorräte zu plündern, könnt ihr nicht mit leeren Händen zurückkehren. Sie würden nur jemand anderen schicken. Hier. Gebt ihnen das. Für uns hat es ohnehin keinen Wert mehr. An diesem Ort zählen nur noch Nahrung und Unterkunft. Okay. Hautschinder. Wir leben, und das haben wir wohl kaum diesen verdammten Erwachten zu verdanken. Fast hätten sie uns mit ihren wahnsinnigen Schöpfungen das Fell versenkt. Aufgrund der Gnar ist dieser ganze Ort äußerst gefährlich. Wir sind nicht sicher, weil eine üble Kreatur ganz in der Nähe ihr Nest gebaut hat. Wir nennen sie Hautschinder. Wenn ihr das Monster besiegen könnt, geben wir euch, was auch immer ihr wollt. Und seid vorsichtig, der Name kommt nicht von ungefähr. Alles gut.